Ja, dann einen schönen guten Nachmittag. Ich begrüße zur Vorstellung von den zwei Schwerpunktfächern von Business und Internet und technologische Grundlagen. Wir machen es zu zweit, also mein Kollege Stabauer Martin wird die technologischen Grundlagen vorstellen. Mein Name ist Elisabeth Katzlinger und ich werde Business und Internet vorstellen. Wie sieht das Angebot aus? Also wir beide kommen vom Institut für Datenverarbeitung in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, wo wir auch dieses Angebot machen. Die zwei Fächer fallen auch hinein in den Studienschwerpunkt E-Business Management und Kommunikationssysteme. Vorhin war der Kollege Starre da, mit Wissensmanagement ist auch ein Teil also von diesem Studienschwerpunkt. Und die Grundzüge von Wirtschaftsinformatik gehören auch in diesen Studienschwerpunkt hinein. Was ist sonst noch das Angebot vom Institut? Es werden zwei weiterführende Masterstudien angeboten, also wenn Sie die Schwerpunktfächer machen. Das eine ist das Masterstudium Webwissenschaften. Das war im deutschsprachigen Raum das erste Masterstudium in diesem Fachbereich und ein zweites Masterstudium wird angeboten, und zwar das Digital Business Management. Das ist ein Joint Master mit der Fachhochschule in Steyr. Das ist ein Angebot, was berufsbegleitend angeboten wird und eben zur Hälfte an der JKU und die andere Hälfte an der FH in Steyr mit dem Schwerpunkt, wo die Lehrveranstaltungen am Freitagnachmittag und Samstag stattfinden. Also der richtet sich sehr stark an berufstätige Studierende. Nun zu den Fächern. Business und Internet beschäftigt sich vor allem mit E-Business. Worum geht es in diesem Fachbereich? Also im Mittelpunkt steht das vernetzte Unternehmen. Also wir schauen uns vor allem von den Unternehmen die Außenbeziehungen an, also wie das Unternehmen mit den Kunden, auf der anderen Seite mit den Lieferanten, aber auch mit anderen Stakeholdern zum Beispiel kommuniziert, wie auch, also Thema virtuelle Unternehmen ist auch so ein Stichwort, oder auch entfernte Büros und Arbeitsgruppen. Und ja, diese Außenbeziehungen werden in erster Linie mit elektronischen Medien dann gestaltet, und an dieser Schnittstelle bewegen uns wir sehr stark. Das heißt, es sind Themen dann zum Beispiel, wie sieht es mit Online-Shops aus, oder anderer Schwerpunkt ist zum Beispiel E-Procurement, also zum Beispiel der elektronische Einkauf, also ein Beispiel vom E-Business her. So eine nur mal Zusammenfassung, also wie man das E-Business definiert, also so, es umfasst alle sämtliche Bereiche der Geschäftstätigkeit, in denen Außenbeziehungen mit elektronischen Medien gestaltet werden. Innerbetriebliche Informationssysteme sind natürlich auch ein Thema, aber vor allem, wo es um Schnittstellen geht. Also wenn ich mir einen Online-Shop anschaue, dann hat der natürlich auch etwas mit der Warenwirtschaft im Unternehmen zum Beispiel zu tun. Was macht das Fach spannend? Wenn man sich nur anschaut, wie zum Beispiel wie die Prognosen sind für den Onlinehandel hier im deutschsprachigen Raum, dann sieht man ganz deutlich, also dass das sehr hohe Zuwachsraten sind in den letzten Jahren. Da handelt es sich so, also 2015 ist hier eine Prognose. Es ist so, dass die Umsätze sogar eher stärker steigen, als ursprünglich die Prognosen waren. Ein Teil, der auch zu sehen ist, was stark wachsend ist, ist im Bereich Mobile Commerce, also da überall dort, wo die Geschäftstätigkeit mit mobilen Geräten unterstützt wird, irgendwie zum Beispiel mit Smartphones oder Tablets. Daraus entstehen auch ganz neue Geschäftsmodelle.
Möglichkeiten zur Werbung im Marketing, dass ich zum Beispiel location-based, also abhängig vom Standort, wo ich mich gerade befinde, zum Beispiel Werbung zugestellt bekomme. Ich habe hier nur ein Beispiel von einer Reihe von E-Business-Unternehmen, die Sie wahrscheinlich alle in irgendeiner Form kennen. Was sie alle gemeinsam haben, die ich hier angeführt habe, auch wenn sie von ganz unterschiedlichen Branchen herauskommen, so ist es doch, dass einfach das Geschäftsmodell sehr stark auf dem Internet, auf die Vernetzung basiert. Also wenn man das oberste und bekannteste wahrscheinlich sowas wie Amazon, also das Geschäftsmodell von Amazon basiert einfach sehr stark oder ist ist einfach verbunden mit dem Internet, ohne dem wäre es undenkbar. Ja, die Branchen, die betroffen sind, sind sehr unterschiedlich. Das sind auf der einen Seite Informationsdienstleistern her, entweder New York Times oder auch die Buchhändler wie Thalia oder sowas. Wir finden auch eine Reihe, die eigentlich Informationssuche in den Mittelpunkt haben, wie zum Beispiel Google, die aber eher auch sehr viel im Marketingbereich unterwegs sind. Und es sind auch ganz neue Modelle zu finden, wie zum Beispiel so Vergleichsportale wie der Geizhals. Das sind alles Beispiele wahrscheinlich, die Sie in irgendeiner Form kennen. Was zeichnet diese diese Unternehmen sonst noch aus? Hier ist die Aufstellung von den englischsprachigen Websites, die am häufigsten besucht werden. Das ist die Statistik jetzt vom Februar 2015. Was vielleicht von Interesse ist an diesen Unternehmen, ganz rechts finden Sie das Gründungsjahr, wann diese Unternehmen gegründet worden sind. Und da sehen Sie, dass ein Gutteil gerade mal 10 Jahre alt ist oder nicht einmal 10 Jahre alt ist. Das heißt, in diesem Fachbereich ist eine ziemliche Dynamik zu finden, weil es hat sich eigentlich, wie soll ich sagen, ja, vor 8 Jahren eigentlich niemand vorstellen können bei uns, dass zum Beispiel Facebook, Social Media auch für Unternehmen so eine Bedeutung spielen wird, eben zum Beispiel im Marketing. Daraus ergeben sich so für das Fach Business und Internet ganz unterschiedliche Sichtweisen, die betrachtet werden. Also das Fach versteht sich als wirtschaftswissenschaftliches Fach, also als betriebswirtschaftliches Fach. Also das heißt, es ist sowas drinnen wie, welches Geschäftsmodell steht hinter den Unternehmen, welche Strategie wird verfolgt, wie sehen die Zahlungssysteme aus, also nur mal ein paar Beispiele zu zeigen. Auf der anderen Seite gibt es auch noch so eine Sichtweise, die Richtung rechtlicher geht, zum Beispiel eben die Frage, wo ist Cyberland, welches Recht gilt, wenn ich zum Beispiel im Internet ein Geschäft entwickle. Und auch so die Frage von Rechtssicherheit, Datenschutz werden zumindest angesprochen in den Lehrveranstaltungen. Und natürlich als dritten Bereich, also von der technischen Seite her, kommen Fragen, welche Standards sind momentan aktuell, wie sieht es mit der Sicherheit aus, wie Themen von Netzwerkinfrastruktur werden zumindest angesprochen. Wobei ich sagen muss, das Fach Business und Internet versteht sich nicht als Informatikfach oder als technisch ausgerichtetes Fach, sondern es versteht sich eben als betriebswirtschaftliches Fach. Der Aufbau vom Schwerpunktfach: Als erstes ist der Kurs Business und Internet der Einführungskurs. Parallel dazu kann der Kurs E-Business Planning besucht werden. Fürs zweite Semester vorgesehen ist das Fach New Economy. Das wird von den Volkswirten angeboten. Also der Kollege Hackel macht diese Lehrveranstaltung. Und zweites Semester ist auch noch vorgesehen ein Projektstudium, ein Projektseminar, wo dann praktische Anwendungen sehr stark im Vordergrund stehen, und als Abschluss gibt es dann fürs dritte Semester noch das Seminar Business und Internet.
In diesem Fach kann dann auch, können dann auch Bachelorarbeiten angefertigt werden. Ja, Voraussetzung für die Belegung des Studienschwerpunktes sind 40 ECTS und IV1 ist Voraussetzung bzw. die Grundlagen von Wirtschaftsinformatik. Spezialisierungsfach ist für diejenigen, die noch im Diplomstudium sind, aber ich glaube, das sind schon mehr die Ausnahmen. Ich glaube, ein paar können es noch belegen, aber ja, ich glaube, die meisten sind jetzt im Bachelorstudium. Dann gehe ich gleich weiter in dem Sinn. Ja, Lehrinhalte von Business und Internet. Also es ist eine wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung, also es steht das Management im Vordergrund und nicht so sehr das Wissen um eine bestimmte Technologie. Die Technologien werden zum Thema, weil sie halt dann sehr oft für Erklärungen gut sind. Es ist ein sehr interdisziplinär angelegtes Fach, also es geht auch sehr viel um das Verstehen von Zusammenhängen. Ja, und als letzten Punkt noch angeführt, dass E-Business-Projekte eben durch eine sehr hohe Dynamik ausgezeichnet sind. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Unternehmen sind eher sehr jung. Das heißt, es ist ein sehr hoher Innovationsgrad in dem Bereich zu finden. Und meist gibt es halt eher wenig Erfahrungswerte, weil es einfach so eine junge Disziplin ist. Macht oft das, wie soll ich sagen, beim Studium auch nicht immer ganz leicht, wenn man sagt, so, wenn ich eine Literatur hernehme aus dem Jahr 2004, wie gesagt, da ist Facebook gerade gegründet worden und da werde ich wahrscheinlich unter Social Media Marketing, was ja jetzt ein Schlagwort zum Beispiel ist, ziemlich sicher nichts finden. Also wie gesagt, das Fach zeichnet sich durch eine sehr hohe Dynamik aus. Was sind sonst, ich habe ein paar Lehrinhalte von einzelnen Kursen herausgegriffen, also der Kurs, der Einführungskurs Business und Internet, da geht es in erster Linie mal so um die Grundlagen von E-Business, Entwicklungstrends, Zahlungssysteme, Geschäftsmodelle, aber auch in die Richtung strategisches Management im E-Business, mit so rechtliche Aspekte wie E-Commerce-Gesetz zum Beispiel oder Urheberrecht zumindest angesprochen und immer wieder so ausgewählte Bereiche wie zum Beispiel E-Procurement. Ein zweites Beispiel bei den Seminaren, dort sind immer sehr abwechselnde Themen zu finden. Ich habe jetzt einmal nachgesehen, was die Seminarthemen von den letzten Semestern waren. Mobile Business, Green IT, E-Commerce Security, letztes Semester habe ich das Seminar gemacht, Geschäftsmodelle von digitalen Spielen, nachdem das ja eigentlich ein sehr großer Markt ist, Web 2.0 oder auch mobile Anwendungen, zum Beispiel von ja, Tablets und Smartphones. Wie sieht die Prüfung aus in dem Fach Business und Internet? Wenn der Notendurchschnitt unter 2 ist, gibt es keine Diplomprüfung. Bei einem Notendurchschnitt zwischen 2 und 3 gibt es eine mündliche Diplomprüfung und sonst eine schriftliche und mündliche Prüfung. Gut, dann gehen wir weiter. Dankeschön. Ich darf Ihnen jetzt das Fach Technologische Grundlagen des E-Business vorstellen. Das hat insbesondere die Besonderheit, dass es eher eine technische Ausrichtung hat, im Unterschied zu Business und Internet, das eben wie angesprochen die eher wirtschaftliche Ausrichtung hat. Da gleich einmal zu Beginn den Aufbau dieses Fachs, auch in 3 Semestern absolvierbar. Das erste Semester beinhaltet den Einführungskurs, der heißt Internetprojekte und Techniken, da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Danach 2 parallele IKs, der Webdesign und Webprogrammierung. Dann folgt die Produktion und Gestaltung interaktiver Medien, der immer geblockt im Februar stattfindet, ich glaube eh jetzt gerade in dieser Woche. Und Entwicklung von Webanwendungen. Und dann gibt es noch ein Projektseminar, wo das Ganze dann noch einmal zusammengefasst wird. Die Lehrinhalte dieses Fachs beinhalten die Organisation von Internetprojekten. Das heißt eben nicht jetzt
völlig auf der technologischen Ebene zu sein, sondern von der Projektplanung angefangen hin zu Ablaufdiagrammen, Use Cases zu definieren, aber dann eben auch wirklich hin, wie aus Mediensicht solche Websysteme gestaltet werden können oder sollen. Trotzdem sollen gewisse Basiskenntnisse von Webentwicklungen vermittelt werden, also ein bisschen technischer werden wir da in diesem Fach. Und das Endergebnis sind dann halt dynamische Webanwendungen als Prototyp. Vielleicht kurz ein paar Worte, wie das eingeordnet ist, wenn wir es da auf der Folie haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der Studienschwerpunkt E-Business, Management und Kommunikationssysteme absolviert werden kann. Die eine Variante ist eben mit diesem Fach technologische Grundlagen des E-Business und dazu ein Fach aus einem Pool heraus, da ist auch Business und Internet drin, da ist auch Wissensmanagement drin, aber jedenfalls verpflichtend ist dieses Fach. Die zweite Variante ist Business und Internet verpflichtend und dazu, was war dann noch dazu? Einführung in die Grundlagen der Wirtschaftsinformatik. Gut, der Einführungskurs des Fachs Technologische Grundlagen ist das Internetprojekte und Techniken. Da geht es um die wesentlichen Grundlagen von Internetprojekten. Wir werden das Ganze anhand eines Content-Management-Systems durchmachen. Da geht es halt darum, wie man wirklich Webanwendung von Beginn an plant, wie man sie dann auch implementiert, wie man sich auf Webservern bewegt, worauf zu achten ist. Sowohl die organisatorischen Rahmenbedingungen werden angesprochen, Rechtsgrundlagen macht man durch. Also wirklich ein Projekt von Anfang bis zum Ende durchgezogen. Die Besonderheit dieses Faches ist, dass es das erste Schwerpunktfach an der JKU ist, das fast vollständig über MUS OC abgewickelt wird. Das ist die kostenfreie Version von MUS. Das bedeutet, es gibt so gut wie keine Präsenztermine bei den meisten Lehrveranstaltungen, sondern es wird über multimediale Unterstützung abgewickelt. Das heißt, im Klartext, es wird über Moodle, werden die Inhalte vermittelt. Sie üben dann auf eigenen Servern, die wir anbieten, aber im Wesentlichen gestalten sie den Ablauf der Lehrveranstaltung selbst. Also es wird alles bereits, ich kann zumindest jetzt für den Einführungskurs sprechen, es wird alles, sämtliche Inhalte bereits am Anfang des Semesters zur Verfügung gestellt. Es sind dann einige Übungen abzugeben, die Sie in Ihrem Tempo abwickeln, indem Sie es abwickeln möchten. Und dann wird ungefähr einmal im Monat ein Prüfungstermin angeboten, das auch gleichzeitig der einzige Präsenztermin ist, zu dem Sie kommen müssen. Das bedeutet, Sie können mit der Lehrveranstaltung schon sehr bald fertig werden, wenn Sie fleißig sind. Also Sie können sich aber auch genauso gut Zeit lassen oder das Ganze in den Ferien machen, wie auch immer es Ihnen am besten passt. Genau diese vier Kurse werden über MUS OC angeboten. Also das betrifft nicht nur den Einstiegskurs, sondern auch Webdesign, Webprogrammierung und Entwicklung von Webanwendungen. Und wie gesagt, die BIM ist als Blog im Februar bekannt. Für beide Schwerpunktfächer gilt noch, dass Diplomarbeiten und Bachelorarbeiten möglich sind. Aktuelle Themen gibt es auf der Internetseite oder halt auch Themenvorschläge ihrerseits. Gut, das wäre es von unserer Seite. Gibt es Fragen? Gut, danke für die Aufmerksamkeit.